Es gibt, glaube ich, keine schwierigere und existenziellere Frage für einen Abgeordneten als: Stimme ich dafür im Parlament, dass Deutschland sich an einem Krieg beteiligt? Lassen wir uns über parlamentarische Arbeit reden und den Begriff Fraktionszwang. Was bedeutet der für Sie? Fraktionszwang gibt es weder im Grundgesetz verankert, noch gibt es das in den Geschäftsordnungen. Aber das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Prinzipien, Leitfäden für das Zustandekommen von Entscheidungen in den Parlamenten, im Bundestag, in den Landtagen ist ja auch nicht anders. Im Grundgesetz steht sogar das Gegenteil dran, weil der Grundgesetzgeber, die Männer und Frauen, die das gemacht haben, ja auch wussten, dass es sowas gibt, haben sie reingeschrieben: Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages sind in Zukunft an Weisungen und Aufträge nicht gebunden. Und ganz egal von wem Weisungen und Aufträge, ob sie das von ihrem Nachbarn um die Ecke kriegen oder ob sie das von ihrem Fraktionsvorsitzenden kriegen oder von wem auch immer. Und es wird dann noch eins draufgesetzt: Sie sind nur ihrem Gewissen verantwortlich. Das wird heute manchmal so ausgelegt, dass sie nur in Gewissensfragen ihrem Gewissen verantwortlich sind. Das ist auch totaler Blödsinn, sondern das Gewissen ist der einzige Maßstab, der jemand dazu bewegen oder binden kann, zu sagen: Das mache ich nicht oder das mache ich nicht oder das mache ich nicht. Das heißt, da hat sich was eingeschlichen, was natürlich überhaupt nicht geregelt ist, sondern was funktioniert und was bei den betroffenen Abgeordneten sehr häufig auch zu ungeheuren Problemen und, ich sage mal, Leiden bis hin zu Krankheiten führt. Ja. Weil wenn man durch permanenten Druck dazu gebracht wird, durch existenziellen Druck, indem man sogar dem Abgeordneten vorhält: Wenn du nicht so abstimmst, dann wirst du bei der nächsten Wahl, dafür werden wir sorgen, keinen sicheren Listenplatz bekommen wie bisher, dann setzt das jemand ungeheuer unter Druck, weil für viele Abgeordneten ist ja die Abgeordnetentätigkeit wird ja immer mehr dann auch zum Beruf, das heißt zu einer existenziellen Frage. Und ich habe selber erlebt, wie um mich herum, vor allen Dingen jüngere Kollegen, die vielleicht nicht so ein dickes Fell haben wie ich, daran nicht nur unendlich gelitten haben, sondern so krank geworden sind, dass sie es dann hingeschmissen haben. In Ihrer Fraktion oder auch in anderen? Ja, auch in anderen, aber nicht nur. Das heißt, das ist jetzt kein individuelles Problem, sondern ein systemimmanentes. Das ist ein systemimmanentes Problem, wobei ich jetzt mal als Parlamentarier sage: Natürlich muss es sowas geben wie den Appell: Nun lasst uns mal zusammen abstimmen, sonst gibt es keine Mehrheiten. Vor allen Dingen bei Koalitionsfraktionen. Die Regierung braucht eine Mehrheit im Parlament. Und wenn Abgeordneten selbst bei geringerem Bedenken sagen: Auch nö, will ich eigentlich nicht, mache ich nicht oder so, das geht dann auch nicht, weil dann kann man auch nicht regieren. Dann können die verantwortlichen Minister, die Koalitionäre, also die Parteivorsitzenden, die Fraktionsvorsitzenden, auch nicht handeln. Aber das muss natürlich klare Grenzen haben. Und das wird offen häufig übersehen, weil man gerade in ganz wichtigen Entscheidungen, also wenn es um Krieg oder Frieden geht, wenn es um Finanzen geht, wenn es um internationale Verträge geht, meint, man kann es sich nicht leisten, dass auch mal eine Regierung keine Mehrheit bekommt. Dann lassen Sie uns über eine Abstimmung im November 2001 sprechen. Da ging es um den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr im Nachgang der Terroranschläge in den USA. Können Sie das mal schildern, was das für eine Situation war und was das auch für Ihre Fraktion bedeutete, auch für Sie persönlich? Ja, das war das zweite Mal in der Existenz des Deutschen Bundestages, dass der Deutsche Bundestag darüber entscheiden sollte, ob die Bundeswehr, also Deutschland, sich an einem Krieg beteiligt.
Kampfhandlung innerhalb eines Krieges selber ausrückt mit Panzern und schweren Waffen. Und es gab vorher die Erfahrung des Kosovo-Krieges. Und da haben viele Abgeordnete, ich auch, als diese Entscheidung immer näher rückte, als die Amerikaner das forderten nach dem 11.09., Beteiligung, Coalition, die UNO gibt einen Auftrag dazu, kam die Entscheidung immer näher, sind wir nur dafür oder dagegen. Und es gibt, glaube ich, keine schwieriger und existenziellere Frage für einen Abgeordneten als: Stimme ich dafür im Parlament, dass Deutschland sich an einem Krieg beteiligt? Und deshalb hatten sich eine ganze Reihe, mehr als ein Dutzend grüne Abgeordnete zusammengetan, zusammengesetzt, haben das analysiert und haben gesagt, nee, das können wir nicht, das machen wir nicht. Das wurde veröffentlicht in der Frankfurter Rundschau, dass es da so ein Treffen gegeben hat und so eine Festlegung. Und daraufhin hat der damalige Bundeskanzler Schröder gesagt, ja, ich muss aber meine Mehrheit sicher haben, wenn das jetzt 10, 14, 18 Abgeordnete aus der Koalition nicht mitmachen, dann muss ich die dazu bewegen, dass sie das machen. Und er hat erklärt, er wird die Abstimmung über den Einsatz in Afghanistan, der Bundeswehr in Afghanistan, mit der Vertrauensfrage verbinden. Das heißt, wenn man für die Fortsetzung der Koalition war, musste man auch für den Krieg stimmen. Wenn man gegen den Krieg war, musste man auch gegen die Koalition stimmen. Was dazu geführte, dass die also bei einer negativ ausgegangenen Vertrauensfrage wäre die Koalition zu Ende gewesen, mit allem das, was das für eine Partei, was das für andere und so weiter zu bedeuten hat. In dieser sehr schwierigen Situation haben wir unendlich viel diskutiert. Wir haben nicht gewürfelt, wir haben auch keine Streichhölzer gezogen und haben versucht, einen Weg zu finden, wie man da durchkommt. Eigentlich hätte man zum Bundesverfassungsgericht gehen müssen, um zu sagen, das geht nicht. Man muss für die Koalition stimmen dürfen, können, aber man muss gleich oder gleichen Tag oder in der gleichen Woche gegen den Krieg stimmen können. Das darf man nicht miteinander verbinden. Das ist nicht gemacht worden, weil auch das schon angekündigt wurde. Ja, auch das ist ja so ähnlich wie, wenn man gegen die, ja, die eigenen, den eigenen Kanzler das Bundesverfassungsgericht anruft. Das ist schon eine Misstrauenserklärung dann. Ja, und dann? Ja, und dann blieben von dem mehr als ein Dutzend Abgeordneten immer weniger übrig, die dann in vielen Gesprächen wurden viele davon überzeugt, dass sie nun doch zustimmen sollten und wollten und könnten. Und am Schluss waren es vier aus der grünen Fraktion, die dagegen gestimmt haben. Alle anderen haben sich dazu bewegen lassen. Und es gab auch einige, die das gegen ihre Überzeugung gemacht haben, für den Krieg zu stimmen, um die Koalition zu retten. Und Sie? Ich habe dagegen gestimmt. Und dann ist später immer wieder behauptet worden, wir hätten in dieser schwierigen Situation, was es wirklich war, wir haben in den Tagen vor der Abstimmung bis tief in die Nacht gesessen und immer wieder gefragt, kannst du dir vorstellen, doch zuzustimmen und so. Aber wir haben nie den Streichholzer oder die Streichholzer oder das Los entscheiden lassen. Aber ich habe dann selber erlebt, als wir aus diesen nächtlichen Diskussionen, internen Diskussionen, die ans Mark gingen, rausgingen und dann nach Hause fuhren, wie dann auch Kollegen nachts noch angerufen wurden von hervorragenden Repräsentanten von Partei und Regierung. Du musst springen.